Kandidaten gehen heute aufs Ganze und wollen sich die Million holen. Willkommen bei Wer wird Millionär? Herzlich willkommen und dazu ist noch Marcel Davis da. Erstmal. Wie gesagt, bei Wer wird Millionär? Dann starten wir gleich los. Guten Abend, ihr alle. Heute Abend geben wir Vollgas. Ob das wissen wir schon alles? Komm, let's go. Erste Frage. Hallo? Nun kommt eine ganz neue Frage für Sie. Wo machen sich am 12.30. die Kreuzfahrer hier bereit? Perasat. Ja, allein die erste Frage muss mal direkt ein Joker rein. Publikumsjoker. Bitte helfen Sie unserem großartigen Kandidaten über diese Hürde. Ich bin großartig. Jo. C. Bayreuth. Weil das jetzt nicht stimmt. Sie wissen ja jetzt, was mein ist notiert. Aber wenigstens stimmt Publikum. Publikum ist gut. Zu welchem Team von Superhelden gehört Flash? Avengers. Hä? Nee, doch, X-Men. Nee, Avengers. Ist das Ihre Antwort? Das ist Just Leaks! Es tut mir leid. Digga. Na gut. Ich sollte mal Superhelden gucken. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim zweiten Versuch. So, jetzt sind wir beim zweiten Versuch und sagen wir, weiter geht's. Auf welcher Oberfläche wird Fußball normalerweise gespielt? Rasen, Gummi, Rasen. Ich habe so eine Ahnung, dass es C ist. Will ich da Rasen? Will und ich sollen da Rasen wir das sonst? So notieren? Ja, auf Eis. Ja, Eisspeichern aber lustig vor. Prima. Komm, let's go. Wie nennt man etwas, wenn man den Ball gefühlvoll über den Torwart hebt? Lupfer, Volley, Dribbling, Boxsprung, Volley. Nee, natürlich. Nein, Lupfer. Natürlich, den Lupfer. Das war die richtige Antwort. Und gehen wir zu dieser neuen Frage über. Da, welche Beziehung ist denn Nackenstart im Turnjäger als Jargon bekannt? Nackenstand? Also, jetzt soll ich das wissen? Ich glaube, für meine Publikum, Damen und Herren, bitte räumen Sie jeden Zweifel aus dem Weg und antworten Sie, wenn Sie die richtige Antwort kennen. Ich glaube auch Kerze, persönlich. Ich habe so eine Ahnung. Weil Chris Paum stelle ich mir nicht vor, aber Sie Kerze. Das war eine gute Wahl. Ja, Kerze, jawohl. Geh mal weiter. Pum, 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 pum. Eine neue Frage ist im Anflug. Wecker auf dem Feld entscheiden, das Schiedsrichter in Frage stellen. Der Kapitän. Der Trainer. Der Clubpräsident. Niemand. Niemand. Eigentlich am Spielfeld direkt kannst und niemand. Entscheidet sich für? Machen, dann kannst du eine Revision einlegen. Sollen wir das so notieren? Ja, das ist definitiv meine Antwort. Aber vorher geht's nicht weiter. Ist das richtig? Ich nahm mit. Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst, denn hier... Was soll ich sagen? So, der Olympische Zweikampf besteht beim Gewichtsheben aus Riesen. So, wir nehmen doch einen Telefondrucker, weil ich keine Ahnung habe. War kein noch? Nein, noch keine. Ja, wir nehmen... Kollege Edward. Edward, würde ich sagen immer. Hallo Edward, hier ist Wer wird Millionär? Oh, guten Abend. Massimo braucht meine Hilfe, oder? Bitte aufpassen. Let's go. Sie werden nicht viel Zeit haben, um die Antwort auszusuchen, die Sie für richtig haben. Auf geht's, Edward. Ich verlasse mich auf dich. Du bist der Beste. Das schaffst du. Es ist natürlich A. Ah, Schlossen. Ah, das hätte ich mal denken können. Ja, genau. Ich war mal... Und da haben wir die Sicherheitsstufe geknackt. Das ich war schon die... Ich war ein bisschen unsicher drauf zum... Let's go, weiter geht's. Hallo? Ich Hallo? Denke, wir sind uns alle einig, dass wir mit einer neuen Frage fortfahren können. Der Name welcher Insel bedeutet übersetzt so viel wie reiche Hafen? Wo sind das hier Fragen? Machen eine neue Frage. Sie gehen auf Nummer sicher und wechseln die Frage. Genau, das ist gut gemacht. Weiter geht's. Ich hab mal auf Puerto Rico, aber waren wir jetzt zu unsicher dafür. Ja, der Blick so richtig so. Was bist du also zu einer ganz neuen Frage. Wer hat noch nie in einem Film von dem... den Hulk gespielt. Digga! Nur für Rigo, Sam Elito, Eric Bana, Mark Ruffalo, Digga! Was sind das für Fragen? Sind jetzt so, ja, 50-50 gleich. Keine Ahnung. Lou für Rigo, Sam Elito.
Ich entscheide mich für B. Bitte, bitte. Ich muss Sie fragen, sind Sie sich sicher? Das ist definitiv... Und das nein, ist leider sag die mir falsche nicht. Antwort. Sie haben verloren. Oh Mann. Nee, warum nie? Komm, wir machen noch einen Versuch. Komm, letzter Versuch. Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Teil 3. Versuch, dritter Versuch, aber komm, let's go, geh mal rein. Will ich sagen. Guten Abend, alles gute Dinge, alle guten Dinge sind 3 wahrscheinlich, wa? Woran erkennt man einen eingefleischten Fußballfan? Dauerkarte, Dauerwurst, Dauermeckern, Dauerwelle. Ah, ja, Dauerkarte, aber ich würde sagen, nicht nur eine Dauerkarte. Es kommt einfach auf die Art drauf an. Und genau so ist es. Weil viele können auch nicht mal in den Stadion gehen, die haben keine Dauerkarte, aber sind trotzdem eingeflashte Fans. Hier ist eine neue Frage für Sie. Was bekommt beim Fußball öfter mal vor? Arbeitsschau? Ganz klar, es ist B. Paul, ja? Jetzt kommt die... Das ist absolut Arbeitsscheu, würde ich auch sagen, teilweise bei manchen Spielern, aber... Es ist das ist Zeit, nicht die Frage, leider. Frage überzugehen. Wer muss ein Kinderlied zufolge wandern von dem... Was? Wer muss einen Kinderlied zufolge... Wandern von dem einen zu dem anderen. Teller, Taler. Was? Einem Kinderlied zufolge wandern von dem einen zu dem anderen. Also, ich würde natürlich B sagen. Sind Sie sich glaube, absolut es ist sicher? B? Ist notiert? Ja, hier ist eine neue Frage. Hopp, 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 weiter. Hey, dieser spanische Verein ist kein Real. Real Madrid, Real Sociedad, Real... Nicht real, Sache kurzer. FC Valencia, natürlich nicht. Sie scheinen, muss es sein. So ist es. Frage sollte es Ihnen nicht schwer machen. Bei welchem Verein ist diese, bei welchem Verein ist der Verein in diesem, das Wappentier in einem Stier? Ein Stier. Warte mal, Turin. Nee, nee. Mein Bauchgefühl sagt C. Oh, ja. Okay, C. Gibt die Turin FC Juventus? So ist man nicht, ich weiß es. Nee. Und sollen wir das ich weiß, dass Real Madrid Stier hat, aber die haben es nicht im das Wappen. Ist definitiv meine. So viel ist schon mal sicher. Wisst ihr, wir haben einen Stier, die Plagen von dem mit Stieren, das weiß ich, aber wir haben halt keinen Stier direkt auf der besten Fragen. Circa 100 Kilometer nördlich von Berlin liegt die Stadt. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten, weil ich nicht aus der Umgebung komme. Ich habe dort keine Ahnung. Das Publikum kann jetzt ein paar Sekunden lang abstimmen. Viel Glück. Komm, was kommt raus? Was kommt raus? B. Neubrandenburg. Brandenburg. Kann sein. Weiß ich nicht. Ich entscheide mich für B. Gut. Das war eine gute Wahl. Oh, gut gehabt. Oh, wie viel habe ich? Glück. Wie heißt die größte russische Insel? Hallo Edward, hier ist Wer wird Millionär? Oh, guten Abend. Massimo braucht meine Hilfe, oder? Ja, so ist es. Sie werden nicht viel Zeit haben, um die Antwort auszusuchen, die Sie für richtig halten. Auf geht's, Edward. Ich verlasse mich auf dich. Du bist der Beste. Das schaffst du. Das ist B. Ganz sicher. Ach, ich weiß es. Er weiß es. Also, ich würde natürlich B sagen. Und nun... Gut. Das ist mein Kumpel. Mein Kollege. Welches Land holte 1996 die olympischen Goldmedaillen im Fußball? Diese Frage schreit. Keine Olympia ist eine Sache, ja, Fußball geil, aber Olympia. Ich würde in Nigeria sagen, weil Kolumbien. Prima. Ist halt doch, ich würde sagen, noch eher noch eine Fußballnation, deswegen ist das mehr dieses so, ja, Überraschungs. Und hier ist eine neue Frage, von der ich hoffe. Dass sie von welchem musikalischen Genre steht die Band Metal Crew? Harry Metal, Bone Soul. Ja, sind das eine Band? Muss man die kennen? Nicht zu sehr auf, Massimo. Ich
Kenny Bland ist also genau, überspringen wir die Frage. Keine Angst, die Frage wird übersprungen. Viel Glück. Hair Metal. Ich habe nicht mehr lange gesehen, Hair Metal ist. Ich meine Musikrichtung, also. Ihnen wird nun eine neue Frage gestellt. Die Insel Capri liegt in unmittelbarer Nähe welcher Stadt? Capri. Ah, ich würde sagen Palermo. Genau. Sollen wir das so notieren? Ja, bitte nicht schlagen. Und nein, das ist ich wollte Neapel oder Palermo. Oh nee, ich wusste, fangen Sie bei Neapel ist unten. Und so ist das Spiel. Und Palermo wusste ich nicht, ich war mir jetzt unsicher, ob das oder das. Nein. Ich würde sagen, wir haben 5 Euro gewonnen, besser als nichts. Und ich würde sagen, wir sehen uns damit in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, bis dann. Ciao, ciao.